Hallo ihr Lieben, dieses Video ist ein etwas anderes Video und zwar wollte ich euch heute mal zeigen, wie Nero als Welpe war. Also ich wollte euch in diesem Video ein paar Welpenbilder von Nero zeigen und auch ein bisschen über ihn und über uns erzählen, damit ihr uns auch ein bisschen besser kennenlernen könnt. Also ich habe Nero vor über 3,5 Jahren geholt, da war er 9 Wochen alt. Also das Bild ist also direkt nach der Geburt entstanden, da wurde er geboren. Er hat noch 5 weitere Geschwister, 4 Brüder und eine Schwester und er war der Letztgeborenste und auch der Kleinste. Da sieht man ihn, da ist er auch schon ein bisschen älter, das Fell ist auch ganz anders, aber trotzdem noch total kleines Würmchen. Sein Markenzeichen war die rot markierte Pfote. Die rechte, da konnte man eben die Welpen dran unterscheiden, weil klar, die Welpen sehen sich natürlich alle sehr ähnlich aus. Da sieht man ihn zum Beispiel mit einem Geschwisterchen und das dient einfach dazu, damit man die eben nicht verwechselt. So, da wächst er schon ganz schön mit, also da war er schon ungefähr so 6 Wochen alt, da war das erste Mal draußen, also bei der Züchterin, die Umgebung kennengelernt. Und ja, er war auch so ein sehr anhänglicher Welpe, also er war auch bei der Züchterin ihr Lieblingswelpe, weil er total lieb und verspielt war. Ich habe ungefähr die Welpen 3-mal besucht, bevor ich ihn mitgenommen habe. Also beim ersten Besuch waren die Welpen erst also 4 Wochen alt. Da habe ich mich mehr mit der Züchterin unterhalten, mehr, dass man uns halt ein bisschen kennenlernt. Sie wollte halt wissen, wo ich wohne und was ich mit dem Hund machen wollte. Da hatten wir doch auch noch geschlafen, also war er noch gar nicht aktiv. Das zweite Mal, da war er 6 Wochen alt, da durfte ich mir schon den Welpen raussuchen und habe mir dann auch Nero reservieren lassen. Und der letzte Besuch, das war dann einfach nur der Abholtag, wo ich ihn eben abgeholt habe. Ja, und da sieht man auch ganz schön auf den Welpenbildern, wie er sich von ganz klein zu ein bisschen größer entwickelt hat. Also er war da auch besonders kinderlieb. Da war sogar hier extra noch ein Fotograf da, der Fotos von ihm gemacht hat. Also es wollte ihn auch noch eine andere Familie nehmen, weil er sich so gut mit der kleinen Tochter der Familie verstanden hat. Aber die Züchterin hatte da schon gesagt, ja, der Kleine ist schon an mich reserviert. Und ja, Gott sei Dank habe ich ihn bekommen dann. Also hier sieht man ihn auch mit seinen vielen Wurfgeschwistern. Hier war das erste Mal also Leintraining, da wurde er an die Leine gewöhnt und hat draußen alles kennengelernt. Also wo ich ihn schon bekommen hatte, hat er die Leine schon ein bisschen gekannt. Klar, leinführig war er noch nicht, das wurde dann natürlich gearbeitet, aber dass er halt eben alles kennengelernt hat und natürlich die ganzen anderen Sachen, wie auf verschiedenen Untergründen laufen, verschiedene Leute, andere Tiere, Autofahren, das konnte er da alles schon. Da war hier das erste Schnee. Und hier hat er mit der großen Cousine mitgespielt. Da sieht man schon, dass die Hunde aus einer Leistungszucht waren. Hier sind die Fotos von der Abholung. Also da habe ich eben Nero abgeholt. Ja, da sieht man mich im Hintergrund, was für ein kleiner Fellknäuel er war. Er war da 9,5 Wochen alt, wo ich ihn zu mir genommen habe. Und ja, das war da ganz turbulent, also ich weiß, dass ich vor Aufregung da die letzten Tage kaum schlafen konnte und mir die Zeit ewig vorkam. Da sieht man, wie groß oder wie klein er vorher war. Und das waren jetzt schon die ersten Bilder daheim. Also er war am Anfang noch etwas schüchtern, ist aber recht schnell aufgetaucht und dann auch natürlich also recht frech geworden, weil bei seinen Geschwistern hat er jetzt nicht so das Sagen gehabt und ja, bei mir waren halt eben die Geschwister nicht da und da konnte er auch richtig die Sau rauslassen, also war ein richtig kleiner Samoyede halt, total eigensinnig und auch ein bisschen sturköpfig, aber sonst ganz lieb, also wenn man weiß, wie man mit denen umgeht, dann ist das normalerweise auch kein Problem. Ja, das waren natürlich sehr schöne Schneebilder hier, das hatten wir jetzt nicht so die letzten Jahre, diesen tiefen Schnee, also bei mir zumindest in der Gegend. Und ja, da sieht man den kleinen Fratz. Also das erste Mal habe ich euch ja erzählt, da hat er mir gleich auf den weißen Teppich gekackt. Ja, so viel zu unserer Begrüßung. Und ja, da hat er sich eben so immer schön weiterentwickelt. Also man sieht auch immer, wie er eben mitwächst auf den Fotos ganz gut. Und ja, ich habe ihn also die erste Zeit auch draußen immer ohne Leine laufen gelassen, weil da hat er eben noch nicht das Selbstbewusstsein gehabt, wegzurennen. Natürlich Pubertät. Dann musste er dann natürlich an die Leine und an die Schleppleine, weil dann
ja, kam eben sein Sturkopf wieder raus. Und da sieht man schon auch an seinem Blick, dass der Kleine auch recht viel Unsinn im Kopf hat. Also ein ganz kleiner, selbstbewusster Fratz. Wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt, war die Nase da noch total schwarz. Die hat sich im Laufe der Jahre dann geändert, also die ist dann heller geworden. Das hat eben den Grund, dass Samojeden Wechselnasen haben. Also die ändern eben die Nasenfarbe je nach Temperatur. Im Winter wird die einfach heller. Und die Nase hat er auch von seiner Mutter geerbt. Also seine Mutter hatte eine etwas hellere Nase gehabt. Und da hat er das halt eben auch übernommen. Er hat auch Biscuit-Abzeichen in seinem Gesicht und an den Ohren. Das sieht man auch, wenn man nur erwachsene Bilder von ihm anschaut und wo die Belichtung da ist. Aber das ist auch schon, ja, deutlich zu erkennen. Hier sieht man den Banausen. Der hat, ja, gerne so Spielzeug gehabt, also vor allem weiches Spielzeug. Da sieht man auch deutlich, dass er auch schon gewachsen ist. So mit 6 Monaten hatte er schon die meiste Größe gehabt, also der ist danach halt nicht mehr viel gewachsen. Jetzt aktuell hat er die Schulterhöhe von 57 cm, also genau die Idealgröße für einen Samojedenrüden. Ja, niedlich ist der Fratz schon. Ihr könnt euch auch sicher vorstellen, wie die ganzen Leute immer auf ihn reagiert haben. Die wollten ihn natürlich alle knuddeln und streicheln und oh, guck mal, ein Eisbär. Ja, das war halt noch alles zur Weihnachtszeit, da hat es natürlich besonders gepasst. Also es war teilweise so, wo ich keine 2 Minuten angesprochen wurde auf ihn. Und das war teilweise auch schon also nervig, weil ich bin auch immer viel Bahn gefahren und da ist halt eben der Kontakt mit den Leuten unvermeidbar. Was ich aber falsch gemacht habe, ist, dass ich ihn von zu vielen Leuten anfassen gelassen habe. Das werde ich bei meinem nächsten Hund definitiv nicht mehr machen. Ich bin einfach so ein Gutmensch. Ich kann schlecht Nein sagen, aber das hatte eben den negativen Aspekt, dass er alle Leute so toll fand, dass er immer zu ihnen hingezogen hat. Und es wäre eben vermeidbar gewesen, wenn ich da ein bisschen konsequenter durchgegriffen hätte. Also das ist auch meine Empfehlung an euch, wenn so viele Leute euren Welpen knuddeln wollen, zieht da wirklich also die Striche, lasst ihn nicht von so vielen Leuten betatschen. Hier sieht man ihn, wie er mit seiner Mini spielt. Also da war er schon ungefähr 4 bis 5 Monate alt. Das ist eins der wenigen Videoaufnahmen, die ich von ihm habe. Aber da könnt ihr auch sehen, wie er gewachsen ist. Da hat er auch da richtig große Plüschohren. Jetzt, weil das war natürlich alles so ein bisschen noch unproportional. Komm her! Nero! Ja, komm her! Ja, komm! Ja! Gib Pfote! Nein, gib Pfote. Nero, Pfote. Sitz. Du, Kleiner. Ja. Ja, man merkt, mit den Kommandos hatte es dann nicht so toll geklappt. Ja, typisch Samojede. Da sieht man, wie er total dreckig hier war. Also da hatte er da mit einem weißen Schäferhund gespielt und fragt mich nicht, wie ich ihn da sauber bekommen habe. Aber das Allergeilste ist, dass sein Gesicht weiß geblieben ist und das alles andere voller Dreck versifft. Also ein Schlamojede richtig. Also wenn wir arbeiten, kommt er auch meistens mehr in der Farbe braun nach Hause als ein weiß. Ja, sein typischer, oh, ich bin so süß Blick. Den kennt man schon gut. Da sieht man, dass er wieder deutlich gewachsen ist. Da ging es schon Richtung Junghundzeit. Da sieht man auch das Fell. Also da hat er auch das Babyfell verloren und langsam Umstieg zum Erwachsenenfell. Da sieht er deswegen auch ein bisschen so abgemagert aus. Ja, sein freches Gesicht. Irgendeinen Dreck gefressen und wollte das mir dann nicht hergeben. Da sieht man einen ganz großen Plüschschwanz. Das ist alles noch ein bisschen unproportional, weil er halt eben im Wachstum war. Hier noch Hallo. Ein Video. Nero, schau mal. Nero, gib Pfote. Pfote. Nein, komm. Gib Pfote. Nero, mach dir Haut. Ich muss dir mal. Ich habe keine Lust, was du machst. Nero, schau mal. Schau mal, was ich hab. Gib Pfote. Prima. Nero. Mach down, down. Prima. Ganz toll.
Ihr merkt, es war ein langer Weg, bis er so jetzt ist, wie er jetzt ist, also mit dem Gehorsam. Samoyeden sind halt eben nicht die einfachsten Hunde, aber er ist jetzt eigentlich für mich sozusagen perfekt, also er hört gut, aber da sieht man einfach, dass so ein Junghund viel Blödsinn im Kopf hat und das nicht immer hundertprozentig klappt, was man sagt. Gut, es klappt nie wirklich hundertprozentig was, aber ich sag mal so, zurzeit zu 95%. Schon ganz gut. Da sieht man, der ist schon richtig groß geworden, ungefähr mit 6 Monaten. Zunge hält raus und hier zum Vergleich, wie er als Welpe war. Ja Leute, ich hoffe, euch hat euch das Video gefallen und euch hat die Welpenbilder gefreut. Hier sieht man ihn als zum Vergleich, wie groß er jetzt ist. Und damit verabschieden wir uns von euch. Juhu, tschüss!